Manchmal machen Filme einen ziemlich schlechten ersten Eindruck. Doch Jahre oder gar Jahrzehnte später können Fans und Kritiker ihre Meinung ändern. Und einst verschmähte Werke können plötzlich ganz neue Goldstücke werden. Hier sind einige der Filme, die besser sind, als eure Erinnerungen es glauben lassen. Im Weltraum kann dich keiner schreien hören. Doch im Kino schon. Viele Leute machte Alien 3 sehr wütend, dass man hätte schreien können. Nachdem Ridley Scott einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten inszeniert hatte und James Cameron mit einem der besten Actionfilme aller Zeiten nachlegte, war David Finchers dritter Teil der Alien-Franchise. Nun ja, er war nicht der Beste. Kritiker und Zuschauer verachteten Alien 3, obwohl der Film an den Kinokassen gar nicht mal so schlecht war und in Amerika 54 Millionen Dollar und weltweit 158 Millionen Dollar einspielte. Alien 3 hatte aber wohl die schlimmste aller Filmsünden begangen. Er war enttäuschend. Zwei der größten Genrefilme aller Zeiten zu folgen, ist gelinde gesagt ein schwieriges Unterfangen. Vor allem, wenn der Film der Abschluss für eine der beliebtesten Figuren aller Zeiten sein sollte. Es war eine große Aufgabe und aus irgendeinem Grund übergab Fox die Zügel an den erstmaligen Spielfilmregisseur David Fincher. Alien 3 hatte ein unglückliches Debüt für den zukünftigen Regisseur, der mit 27 Jahren dem Fox-Chef im Grunde genommen sagte, dass er ihn feuern solle und den Film selbst inzwischen verleugnet. Aber eigentlich ist Alien 3 ziemlich gut. Neben einer der ikonischsten Aufnahmen der gesamten Reihe hat der Film eine großartige außerirdische Atmosphäre, konzentriert sich auf einen ziemlich coolen Gefängnisplaneten und sieht Sigourney Weaver eine unglaubliche Leistung liefern. Während er 1992 unter seiner Nähe zu Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, und Aliens die Rückkehr litt, hat sich sein Ruf nach zwei Jahrzehnten weiterer Enttäuschungen und Blindgänger im Franchise nur verbessert. Und obwohl Alien 3 bei weitem nicht Finchers bester Film ist, zeigt er jedoch die ersten Anzeichen seiner bemerkenswerten kreativen Vision. Baywatch war einst auf unerklärliche Weise die meistgesehene Fernsehsendung der Welt. Mit einer schwindelerregenden wöchentlichen Zuschauerzahl von 1,1 Milliarden Menschen in 148 Ländern. Das war natürlich trotz der Tatsache, dass sie eigentlich ziemlich furchtbar war. Nichtsdestotrotz war es bei solchen Zahlen unvermeidlich, dass Hollywood einen Film basierend auf der Serie machen wollte. Besonders in dieser modernen Ära. Also zogen sich die muskelbepackten Filmstars Dwayne The Rock Johnson und Zac Efron die Badehosen an und brachten den Slow-Mo Run zu einer ganz neuen Generation. Leider war die neue Generation nicht interessiert an dem Film. Baywatch erhielt ein katastrophales Tomatometer-Ergebnis von 17% und nicht einmal die 180 Millionen Instagram-Follower von The Rock konnten den Film an den Kinokassen retten. Baywatch spielte 58 Millionen Dollar in den USA und 177 Millionen Dollar weltweit ein. Ein mittelmäßiges Ergebnis, das nur durch den bescheidenen Preis von 69 Millionen Dollar gerettet werden konnte. Und obwohl Baywatch nicht per se gut ist, ist er doch eine freche Parodie auf sein Genre, mit einer Reihe von super charismatischen Stars. Zumindest hat der Film Die Goldene Himbeere 2017 mit dem Titel »So schlecht, dass man ihn liebt« mehr als verdient. Superheldenfans träumten davon, Batman und Superman gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen. Seit, nun ja, im Grunde schon immer. Zugegeben, niemand wollte sehen, wie sie sich im Regen prügeln, während ein fadenscheiniger Mark Zuckerberg abklatscht, poetisch über Omas Pfirsichtee schwärmt. Aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. The red capes are coming. The red capes are coming. In der Tat schien es, dass es Ärger gab, als Batman vs. Superman Dawn of Justice sein Erscheinungsdatum verschob, um Captain America Civil War nicht in die Quere zu kommen. Schockierte Fans, die nie gedacht hätten, dass sie den Tag erleben würden, an dem der dunkle Ritter und der Mann aus Stahl einen Rückzieher machen, um Captain America und Iron Man zu vermeiden. Als er dann veröffentlicht wurde, schockierte Dawn of Justice Kritiker und Fans gleichermaßen auf die schlimmstmögliche Weise. Der düstere Ton und die verworrene Handlung des Films verfehlten völlig das, was die Figuren so beliebt machte. Und er verlor schnell die Gunst der Kinobesucher und schnitt mit 330 Millionen in Amerika und 873 Millionen weltweit unterdurchschnittlich ab. Dawn of Justice gewann zwar nicht die Goldene Himbeere 2017, doch Ben Affleck und Henry Cavill nahmen die Trophäe für die schlechteste Leinwandkombination mit nach Hause. Während der Ruf des Films wirklich schrecklich ist, war der Schock der Enttäuschung von Dawn of Justice bei weitem das Schlimmste an ihm. Und ehrlich gesagt, ist er ein wenig besser, als ihr ihn in Erinnerung habt. Die unverschämt verrückte Erzählweise des Films sticht hervor, wenn man sie mit dem Standardstil der MCU oder Justice League vergleicht, die zu einer der von der Zielgruppe anerkannten Belanglosigkeit herangezogen wurde. Im Grunde gab Warner Bros. Snyder 263 Millionen Dollar, um seine kreative, verrückte Vision zum Leben zu erwecken, was zu einem der bizarrsten Blockbuster aller Zeiten führte. Und er ist nie, nie langweilig, was man von so manchen Superheldenfilmen nicht behaupten kann.
Nachdem Zack Snyder eine bescheidene Summe von 60 Millionen Dollar für 300 ausgegeben und Warner Bros. Fast mit einer halben Milliarde an weltweiten Einspielergebnissen zurückbezahlt hatte, stellte ihm das Studio vertrauensvoll einen Scheck über 130 Millionen Dollar aus, um ihr anspruchsvolles Objekt zu verfilmen, die Watchmen. Seit es 1986 das Gesicht der Comics veränderte, hatten sich viele Filmemacher danach gesehen, Alan Moores und Dave Gibbons Meisterwerk auf die große Leinwand zu bringen. Watchmens Reise durch drei Jahrzehnte Entwicklungshölle ist wie ein Gang über einen Friedhof der großen Regisseure. Terry Gilliam, Darren Aronofsky und Paul Greengrass stiegen alle ein und verließen das Projekt dann wieder. Angesichts dieser von der Kritik gefeierten Crew ist es überraschend, dass derjenige, der Watchmen schließlich zu Ende gebracht hat, Zack Snyder war. Und entgegen dem, was in den Geschichtsbüchern steht, hat er tatsächlich einen ziemlich guten Job gemacht. Watchmen erhielt eine respektable Rotten Tomatoes-Bewertung von Kritikern und Fans, aber an den Kinokassen floppte der Film. Er spielte 107 Millionen Dollar in den USA und 186 Millionen Dollar weltweit ein. Ein steiler Rückgang von 60% im Vergleich zu dem weniger prestigeträchtigen Film 300, obwohl er doppelt so viel kostete. Natürlich mag niemand einen Verlierer. Und das schlechte Abschneiden von Watchmen an den Kinokassen hat den Film eine Menge unfairer Kritik eingebracht, wobei einige Fans sogar behaupten, dass er sich zu eng an das geliebte Ausgangsmaterial hielt. Obwohl Watchmen nicht annähernd so gut ist wie die bahnbrechende Comicvorlage, ist es immer noch eine ziemlich solide Adaption. Mit einigen tollen Superheldenkostümen, beeindruckenden Kampfszenen und perfekten Leistungen der Darsteller. Glücklicherweise hat Snyders Film im Zuge der von der Kritik gefeierten Watchmen-TV-Fortsetzung von HBO eine wohlverdiente Neubewertung von Fans und Kritikern gleichermaßen erhalten. Einen Film über Pearl Harbor zu drehen, erfordert zwangsläufig die Talente eines Filmemachers mit Anmut, Reife und Geschick. Also ging der Job natürlich an Michael Bay. Space Armageddon wurde 1998 nach Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan der zweitbeste Film. Also dachte sich Bay, dass er die beiden Filme verbinden und zur Sicherheit noch einen Hauch von Titanic einsteuern könnte. Doch Pearl Harbor zeigte den Krieg nicht, wie er 1941 war, indem er dieses zentrale historische Ereignis nicht im hyperrealistischen dokumentarischen Stil von Spielberg, sondern im hyperrealistischen Videospielstil von, nun ja, Michael Bay nachstellte. Man hatte nicht das Gefühl, in Pearl Harbor zu sein, sondern mitten in einem Videospiel über Pearl Harbor. Mit anderen Worten, es war zu viel. Und während die Kritiker versuchten, den Film mit einem Tomatometer-Score von 24% zu versenken, begrüßte das Publikum den Film mit einem Einspielergebnis von 198 Millionen Dollar in Amerika und 449 Millionen Dollar weltweit. Trotzdem hat sich sein kritischer Ruf nie wirklich erholt. Pearl Harbor ist zwar nicht großartig, aber er verdient es, noch einmal angeschaut zu werden. Es gab im Laufe der Jahre großartige und schlechte Kriegsfilme, doch nur wenige, die sich so wenig um die klischeehaften, großen Fragen kümmerten und sich mehr darum bemühten, Sachen richtig in die Luft zu jagen. Pearl Harbor ist, als würde man einem erwachsenen Kind dabei zusehen, wie es am 4. Juli mit einem Feuerwerk im Wert von 140 Millionen Dollar spielt. Der Film ist eine unsinnige Aneinanderreihung von bunten Explosionen und hauchdünnen Patriotismus, klar. Aber hey, es ist unglaublich unterhaltsam. Um es gleich vorwegzunehmen, Godzilla ist kein Godzilla-Film. G-Fans verdammen die Figur sofort als Gino oder auch Godzilla in Name Only, also Godzilla nur im Namen. Und Toho Studios schafften es sogar, dass der echte Godzilla in Godzilla Final Wars in nur 46 Sekunden zu Boden geht. Die Geschichte hat Godzilla als Flop bezeichnet, was vor allem daran lag, dass der Film seinen wahnsinnigen Hype nicht gerecht wurde. Dennoch hatte der Film das größte Eröffnungswochenende des Jahres 1998. Und das, obwohl er an einem Mittwoch startete und die Kritiker ihn absolut in Vergessenheit geraten ließen. Direct hit, but the target is still moving, sir. We'll circle around and fire again! Aber es war nicht die Schönheit, die das Biest tötete. Es war die Mundpropaganda. Denn Godzillas kurze Beine schafften nur ein Einspielergebnis von 136 Millionen Dollar in Amerika und 179 Millionen Dollar weltweit. Die Hauptkritik der Kinobesucher? Es war nicht Godzilla. Godzilla versteckt sich nicht hinter Gebäuden, er reißt sie nieder. Godzilla flieht nicht vor dem Militär, er jagt es in die Luft. Godzilla legt keine Eier, er... Nun, niemand ist sich da wirklich sicher. Aber er legt definitiv keine Eier. Aber solange Godzilla nicht Godzilla ist, ist es immer noch ein perfekt akzeptabler Sommer-Popcorn-Film über einen riesigen nuklearen Meeresleguan, der einfach nur in Ruhe seine Eier legen will. Nennt ihn einfach anders und genießt ihn als das, was er ist. Waterworld ist so ziemlich das Synonym für den Begriff Reinfall. Die schlechte Resonanz auf Waterworlds problemhafte Dreharbeiten, kombiniert mit schlechten Kritiken, tötete alle Chancen, die der Film hatte, um beim Publikum groß zu punkten. Am Ende blieb der Film mit 88 Millionen Dollar in Amerika und 264 Millionen Dollar weltweit hinter den Erwartungen zurück, was für einen originellen Sci-Fi-Film nicht schlecht ist. Aber dank seines absurden Preises von 175 Millionen Dollar musste der Film durch seine Heimvideoverkäufe vor dem Ertrinken gerettet werden.
Ein hochkarätiges Konzept, apokalyptische Sci-Fi-Fantasy, wie Waterworld brauchte alle Elemente an der richtigen Stelle, um zu funktionieren. Doch leider tat es keines von ihnen. Das Ergebnis ist ein ambitionierter, kritischer Fehlschlag mit einem kritischen und finanziellen Ruf, der viel schlechter ist, als er es verdient. Jahre nach seinem Erscheinen entdecken Kritiker und Fans den Film wieder und erkennen endlich an, dass er nicht wirklich ein Reinfall war oder ein besonders schlechter Film. Dank des nervenaufreibenden Rückgangs der Polkappen könnte er sogar erschreckend vorausschauend sein. Arnold Schwarzenegger erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 1991 mit seinem größten Hit und dem umsatzstärksten Film des Jahres, Terminator 2 – Tag der Abrechnung. Für die Zukunft gab es dann nur eine Figur, die groß genug für Arnold war, um sie zu spielen – sich selbst. Also tat sich Schwarzenegger wieder mit seinem Predator-Regisseur John McTiernan in dem Pseudo-Film Last Action Hero zusammen, in dem ein einsamer 11-jähriger Arnold-Fan in den neuesten Film mit der Ein-Mann-österreichischen Armee gebracht wird. Es ist eine ziemlich clevere Geschichte, die es Schwarzenegger erlaubt, sich über seine Leinwandrolle lustig zu machen, während er immer noch ein knallharter Typ ist, der Bösewichte auf kreative Art und Weise erledigt, während er kitschige Einzeiler raushaut. Don't give up your day job. Wenn ihr wieder jung im Film wart, war Last Action Hero die perfekte Einführung für Schwarzenegger. Wahrscheinlich war Last Action Hero der erste Arnold-Film, den Kinder dank seines FSK 12-Rankings sehen durften. Leider konnten ihn griesgrimmige alte Kritiker nicht ausstehen. Und er litt zusätzlich unter einem schlechten Zeitpunkt, eine Woche vor Jurassic Park zu starten. Last Action Hero war weder bei den Kritikern noch bei Arnis R-Rated-Fans ein Hit und erhielt sogar eine goldene Himbeeren-Nominierung für den schlechtesten Film. Aber für den Elfjährigen in uns allen ist er immer noch ein ziemlich toller Film. Mars Attacks ist ein Film, der nicht für diese Welt bestimmt ist. Denn er hat etwas viel, viel Besseres verdient. Warner Bros. Gaben Tim Burton ein 80 Millionen Dollar Budget und eine All-Star-Besetzung, um eine Parodie über das Sci-Fi-Kino der 50er Jahre zu drehen, das Burton als Kind verehrt hatte. Die Kritiker waren jedoch wenig begeistert und das Publikum noch weniger. Denn Mars Attacks legte mit 37 Millionen Dollar in den USA und 101 Millionen Dollar weltweit eine Bruchlandung hin, was ihn zu Burtons wahrscheinlich größten Flop machte. Was ist also passiert? Nun, der Starttermin in der Weihnachtszeit war ein fehlgeschlagener Versuch eines Kontrastprogramms. Und er hatte auch das Pech, 6 Monate nach dem größten Hit von 1996 zu starten, einem anderen kleinen Sci-Fi-Streifen namens Independence Day. Nur ein Jahr später wurde eine andere Alien-Invasionskomödie, Man in Black, zum größten Hit des Sommers. Und diese hatte den Vorteil, dass Independence Day-Star Will Smith zur Besetzung gehörte. Doch während diese beiden Filme die außerirdische Thematik einigermaßen ernst nahmen, wurde sie in Mars Attacks gnadenlos ins Lächerliche gezogen. Am Ende wurde Mars Attacks einfach zwischen zwei viel größeren, populäreren Alien-Filmen begraben. Aber für einen gewissen Zuschauer ist er tatsächlich irgendwie brillant. Mit seinem verrückten Humor und seinem schelmischen Sinn für Spaß. Außerdem, wo auch immer ihr denkt, wo Mars Attacks im Sci-Fi-Universum steht, er verdient zumindest Anerkennung dafür, dass er der einzige Alien-Invasionsfilm ist, der clever genug ist, die Aliens nicht mit Atomwaffen, Bomben oder Bakterien zu töten, sondern mit Slim Whitman-Platten. Allein dafür muss man ihm Anerkennung zollen. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.